Ich grüße mal wieder alle Logistikleute ganz herzlich zu der nächsten Übungsaufgabe. Und zwar weiterhin hier mit Auflagekräfte für Logistik halt. Ähnliche NTG-Logistikaufgabe aus dem November 2016, Aufgabe 4. Das hier ist eine ähnliche Aufgabe wie die davor eigentlich. Nur ich wollte euch hier einen anderen Rechenweg mal demonstrieren für die Aufgabe B. Hier mit Auflagekräfte, wie man das lösen könnte noch. Ich habe hier auch keine Mühen und Kosten gescheut, mal eine bunte Zeichnung mit Paint für euch alles rausgeholt, was geht aus Paint. Ich hoffe, ja, euch gefällt das. Also, fangen wir mal an. In ein Regal werden eine Gitterbox mit einem Gesamtgewicht von 175 Kilogramm und ein 100 Liter Ölfass mit Schmieröl eingelagert. Dann kriegen wir hier noch die Dichte davon vom Schmieröl. Das Eigengewicht des leeren Fasses beträgt 27 Kilo. Und das ist halt jetzt wichtig, wenn wir uns diesen Fass betrachten, der alleine hat schon die Masse 27 Kilogramm. Und dann kommt dazu noch das Öl, was sich da drinnen noch befindet. Das ist so der Knackpunkt. Jetzt würden wir zu der Aufgabe A hinkommen. Ermitteln Sie die Gewichtskräfte des Ölfasses sowie der Gitterbox. Also, unter Stichwort Gewichtskraft. Guckt ihr bei euch nach. Das muss euch dann hier zu dieser Formel führen. Genauso wie bei der Übung davor. Und um A zu lösen. Hoppala, Aufgabe A. Also die Skizze kriegt ihr ja auch in der Prüfung daher. So, fangen wir mal an. Ich mache zuerst mal die Gewichtskraft von der Gitterbox. Die ist am einfachsten. Zunächst mal F2. Wäre M mal G. Was haben wir jetzt für eine Masse? Naja, die Gitterbox, er hat insgesamt 175 Kilo. Anschließend mal die G kriegt er auch mit 9,81, steht ja bei euch in der Formelsammlung. Ja, jetzt gucken wir mal nach, was ergibt das denn in dem Taschenrechner. So, 175 mal 9,81. 1716,75. 1716,75. Muss ich den Taschenrechner mal wegtun. So. Anschließend macht er ja ganz normal die Einheit, die hier steht. Kilogramm mal Meter, die Sekunde Quadrat. Und falls ihr euch damit nicht auskennt, warum? Müsstet eigentlich sofort auch Newton hinschreiben. Jetzt, wenn ihr euch damit nicht auskennt so gut, rate ich euch unter im Stichwörterverzeichnis wieder unter Stichwort Mechanik mal nachzugucken. Das führt euch dann zu der Seite, wo die ganzen Einheiten stehen. Und dann könnt ihr, sucht mal bitte unter Gewichtskraft. Wenn ihr die Einheit findet, dann steht dort ein Newton, ist auch das hier. Kilogramm mal Meter die Quadratsekunde. Und das haben wir ja hier, Kilogramm mal Meter die Quadratsekunde, deswegen können wir auch sofort als Newton hinschreiben. Ist auch sehr wichtig bei der Prüfung, würde ich euch raten, da Newton halt hinzuschreiben. Und jetzt berechnen wir die Gewichtskraft von dem Ölfass. Wieder dieselbe Formel. Nur jetzt haben wir hier ein kleines Problem oder ein kleines Problem. Und zwar, was wissen wir über die Masse? Naja, das Fass an sich wiegt schon mal 27 Kilo. Ganz gut. Aber wie viel wiegt denn eigentlich das Öl, was da drinnen sich befindet? Darüber wissen wir, dass das Öl 100 Liter hat oder Fassungsvermögen von 100 Liter und eine Dichte von 0,9. So, und jetzt machen halt viele, oder ich mach's mal so. Der Knackpunkt dieser Aufgabe ist, dass die 100 Liter, das ist unser Volumen, sind ein 100 Liter. Manche schreiben dann hier einfach 100 Kilogramm, was vollkommen falsch wäre. Weil ihr seht, hier brauchen wir die Masse und nicht das Volumen. Aus diesem Grund im Stichwörterverzeichnis wieder, was suchen wir? Naja, wir suchen die Masse. Deswegen einfach wieder mal nach der Masse suchen. Das führt euch eigentlich zu der Seite dann, wo diese Formel steht. Die Masse kann man so berechnen: Volumen mal Dichte. Das haben wir ja jetzt 100 Liter mal 0,9 Kilogramm pro Kubikdezimeter. So. Und wenn wir das jetzt in den Taschenrechner eingeben, dann kommt da 90 raus. 90 Kilogramm. Warum Kilogramm? Naja,
Wir suchen ja die Masse und die Masse wird in Kilogramm angegeben, aber der eine oder andere fragt sich ja, wieso kürze ich eigentlich Liter und Kubikdezimeter, weil das kürze ich ja normalerweise ja nicht so. Der Trick ist jetzt ganz einfach, wieder unter Stichwort, was war das? Mechanik, genau. So, und dann sucht ihr bitte dort nach Volumen. Und dort werdet ihr halt finden, dass in der zweiten Zeile, dass sich ein Liter kann man auch 1 zu 1 ein Kubikdezimeter schreiben. Und dann kann man das hier dann ersetzen, wenn man das weiß. Mit Kubikdezimeter muss man aber nicht. Aber wenn hier Kubikdezimeter und hier unten auch, ihr seht ja, man darf dann das hier kürzen. Man hätte hier auch Liter stehen lassen können, hätte man das hier kürzen können, da bleibt nur Kilogramm übrig. Jetzt der nächste Schritt dürfen wir nicht vergessen, das hier ist ja nur unser Öl. Deswegen, was haben wir denn für eine Gesamtmasse? Wäre ja dann 90 Kilogramm plus die 27 Kilogramm von dem Fass. Und dann sind das 117 Kilogramm insgesamt, das wir dort haben. Und jetzt können wir das hier, jetzt können wir die Gewichtskraft davon ausrechnen. Die Gewichtskraft von 117 Kilo mal 9,81 Meter pro Quadratsekunde. Dann haben wir F1 mit. So. Schauen wir mal nach. 117 mal 9,81. So, 1147,77. 1147,77. Und jetzt kann man sich das sparen mit Kilogramm. Man kann sofort, wenn man weiß, dass das Newton sind. Wie gesagt, Priorität ist das alles, was an der ersten Stelle steht. Und das sind ja dann Newton hier in dem Fall. Physikalisch sagt man nicht, ich habe 1100 Kilogramm mal Meter die Quadratsekunde, sondern 1000 Newton. Das wäre Aufgabe A. Und wir werden hiermit schon fertig. Haben wir ja die Gewichtskraft des Ölfasses und des Gitterbox. Jetzt gehen wir Aufgabe B. Ermitteln Sie die Auflagekräfte FA und FB der Regel Wangen A und B. Das heißt, wir haben hier vorne von diesen ja, Wange sollen wir, das hier wäre zum Beispiel die Auflagekraft FA hier vorne würde die wirken und hier an dieser Stelle würde die FB wirken. Jetzt, wie gehen wir da vor? Natürlich hier wieder ermitteln Sie die Auflagekräfte, also im Stichwörterverzeichnis ganz wie gewohnt nach Auflagekräfte suchen. Das führt euch eigentlich hier zu diesem Bereich. Und dann müsst ihr zwischen zwei Sachen unterscheiden. Haben wir ein Werkstück oder zwei? Und wie gesagt, wir haben zwei Werkstücke. Aus diesem Grund sind das die unteren Formeln, die uns zum Weg führen oder zu der Lösung führen. Berechnen wir mal ganz einfach FA aus. Somit ist FA F1 mal L2. Achtet wie gesagt auf die Zahlen, das ist sehr wichtig. Geteilt durch L. So, F1 haben wir mit 1147,77 Newton. Anschließend, das ist glaube ich nicht so gut. Ich muss das ein bisschen tiefer machen. So. FA 1147 mal und jetzt ist ja in der Formel L2 angegeben. Jetzt schauen wir mal nach auf das Bildchen. Immer mit dem Bildchen auch arbeiten von der Formelsammlung hilft sehr viel. L2 ist die Länge von F1 nach rechts. Sehr wichtig. Von F1 nach rechts. Jetzt schauen wir mal nach. F1 befindet sich hier und diese Länge hier müssten wir jetzt herausfinden. Das heißt, insgesamt ist das ja 6000 minus die 2000, das sind dann halt 4000 Millimeter. Wenn keine Maßeinheiten dort sind, dann ist das immer in Millimeter angegeben. Plus dann F2 wäre wieder, wie viel haben wir da ausgerechnet? F1, da oben 1,7, 1,6,75 Newton. Anschließend mal L4, jetzt wieder von F2 nach rechts. Das müsst ihr halt beachten. Deswegen von F2 nach rechts. Naja, 6000 minus die 4000, das hier sind dann 2000 wieder. 2000 Millimeter. Und das alles teilen wir durch L.
Und wenn ihr hier in der Skizze mal drauf achtet, L ist die Gesamtlänge. Das ist mit 6000. So. Was kommt denn dann raus, wenn wir das in den Taschenrechner eingeben? 1147,77 mal 4000 plus. Jetzt muss ich kurz was schauen. Wo steht denn? Achso. F2 war 1716, genau. 1716,75 mal die 2000. Und das teilen wir durch die gesamte Länge. So, 1337,43. 1337,43 Newton. So. Und jetzt würden wir gerne, ja, jetzt haben wir halt für FA ausgerechnet, dass hier vorne 1337,43 Newton sind. Und jetzt könnten wir halt wie gewohnt, wie in der Übung davor, auch natürlich FB hier mit ausrechnen. Aber es gibt noch einen anderen Trick, man könnte FB mit dieser Formel ausrechnen. Warum? Naja, jetzt schaut euch das mal an. Ich erkläre es mal so, ohne jetzt diese Formel, das würdet ihr auch selber drauf kommen. Und zwar, diese beiden Werkstücke haben insgesamt oder wirken insgesamt eine Kraft von, wir müssten die zusammen addieren, und zwar diese Kraft und F1. Jetzt schauen wir mal nach, was die insgesamt für eine Kraft da auswirken. Das heißt 1716,75 plus 1147,77. So, 286452. Das schreiben wir uns jetzt mal hin. 28 hier oben. 2864, was war das? 52. 5,2 Newton. So. Jetzt tue ich den weg. So, das auch mal weg. So, also insgesamt tun diese beiden Werkstücke 2800 Newton, ja, wirken hier drauf, auf diese Regalwände halt. Und der Knackpunkt ist ganz einfach, wie verteilt sich denn diese Kraft? Naja, 1300 gehen auf die linke Seite. Dann müssen ja die restlichen ganz einfach hier drauf gehen. Auf die FB. Wir müssten einfach nur 2800 minus die 1300 machen und dann haben wir schon FB rausgefunden. Und das ist diese Formel hier. Und zwar steht hier nichts anderes, genau das. Und FA plus FB gleich F1 plus F2. Und jetzt würden wir gerne diese Formel nach FB umstellen, denn FA haben wir ja schon ausgerechnet. Und stört FA, hier steht ein kleines Plus, wir machen minus FA. Und dann würde hier stehen, FB ist die erste Kraft plus die zweite Kraft minus halt die eine Seite von der Wand. Oder die Kraft, die dann dort wirkt. Ja, und das haben wir ja schon eigentlich so gemacht. Wir haben jetzt die Gesamtkraft F1 plus F2 und jetzt tun wir nur noch minus, die FA ist 1337,43. So, 1527,09. So, das tue ich jetzt mal weg. 1527,09 Newton. Das heißt, hier wirken die halt auf der rechten Seite. Das wär's. Man hätte aber auch die Lösung natürlich mit FB ausrechnen können. Ich kann euch das mal zeigen. Und zwar, ich kann das mal schnell machen. Wenn ihr das hier, man muss hier nur die 2000 mit 4000 für FB ändern. Und hier mit 2. Und dann würde da auch 1500 rauskommen, wie hier unten halt. Da. Also in der Prüfung schaut ihr mal für euch, was ihr benutzen wollt. Wie gesagt, bedeutet halt, dass die Gesamtkraft sich irgendwie aufteilt. Und wie teilt sie sich auf? Naja, 1300 hier, der Rest rechts. Das war's. Jetzt würden wir Aufgabe C machen. So,
Ermitteln Sie den Auflagedruck an der unteren Auflagefläche der Wange B. Das heißt, der Auflagedruck ist hier vorne, so kann man sich das vorstellen, hier an dem Boden. Was wirkt denn da so für ein Druck drauf? Und eigentlich, man kann unter Auflagedruck in dem Stichwörterverzeichnis nichts finden. Worauf die so hinaus wollten, wäre Flächenpressung. Wäre halt sehr gut, wenn ihr das, diese Formel dort findet. So. Jetzt ist die Formel ganz einfach. P, dieser Auflagedruck, ist die Kraft durch A. Naja, was haben wir denn für eine Kraft da anliegen? Auf der Wange B. Das heißt, wir brauchen FB mit 1527,09 Newton. Und das teilen wir. Was haben wir denn für eine Auflagefläche? A steht ja für die Fläche. Naja, wir haben hier so ein Rechteck. Das heißt, 75 mal 850. Ein kleiner Tipp, man, entweder macht ihr eine kleine Nebenrechnung, aber Auflage, wie nennt man das? Auflagedruck, die Endeinheit ist Newton pro Quadratzentimeter. Das heißt, es wäre schon gut, dass wir die Einheiten in Zentimeter umwandeln. Und wir tun dann hier 75 und 850. Das heißt, das wären jetzt hier 7,5 cm mal 85 cm. So als Beispiel. Ich habe jetzt in der Formelsammlung nirgendwo gefunden, wo Auflagedruck halt steht, dass das Newton pro Quadratzentimeter ist, sondern ihr müsst dann ja selber mal dran denken. So. 1527,09 geteilt durch die Fläche von 7,5 mal 85. Dann haben wir 2,40, wenn wir das richtig runden. 2,40 Newton pro Quadratzentimeter. Denn die hier quadrieren sich ja. Somit wären wir auch mit der Aufgabe durch. Ich hoffe weiterhin, wie gesagt, dass ihr mitkommen könnt soweit. Und ich bedanke mich von ganzem Herzen weiterhin fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.